letzte Folge erstmal für die Aufnahme heute. Ritus des Vertrauens. Unsere Daten wurden gebeten, am Ritus des Vertrauens teilzunehmen. Dieses Ritual, das heute in Masuvari durchgeführt wird, beinhaltet Geschichten und Rätsel, die versuchen, den Glauben der Jünger an die Erhabenen zu rekontextualisieren, zu lehren, dass es nicht darum geht, jemandem blind zu folgen, wie es die falschen Propheten der Vergangenheit verlangt haben, sondern ihr zu vertrauen, wie man einer Freundin vertraut, zu wissen, dass ihre Absicht gut ist, auch wenn man ihre Handlung nicht immer versteht. Wir lehnen höflich ab. Nicht jeder ist bereit für das Ritus des Vertrauens. Schließlich müsst ihr erst lernen, um zu vertrauen. Hauptsache, die Haltung wird schlechter. Noch ein normaler Soldat. Ich will mal sowas wie einen Scharfschütze haben. Das ist eine von deren Spezialeinheiten. Die total nutzlos sind, ohne... Also eine von deren Berserker-Einheiten. Aber ich finde die nutzlos, ohne dass du Nahkampfwaffen hast. Also wenn du noch nichts erforscht hast von den Anus, bringt der nichts. So war es jedenfalls damals. Ich habe den rekrutiert und konnte mit dem nichts machen. Saftig. Ach ja, 5G-kompatible automatisierte Saftpressen wurden hier hergestellt. Das haben wir auch beim ersten Durchlauf gefunden. Construction complete. Upsala. Ob wir das rechtzeitig schaffen? Wir sollten immer halt... Okay, den können wir rübernehmen. Immer zwei Magazine mitnehmen. Weil man kann aus Versehen ein halb leeres mit dabei haben. Und da ich das nicht die ganze Zeit überprüfen will. Machen wir jetzt einfach zwei rein. Na, schon Bugs gefunden. Bis auf das Abstürzen und dass der Kartenrand den Arm von einem Feind entfernt hat, haben wir bis jetzt keine Bugs gefunden. Also nichts Gravierendes. Was nur wieder komisch ist, ist, dass du Missionen bekommst, die am anderen Ende der Welt dann sind. I'm on my way. I see them. Ach, da hinten. Alles klar. Dann weiß ich ja mehr oder weniger die Richtung.
Aber sie können überall sein. Auch in dir. Got a visual. Covering. On the move. Spiel ist nicht langweilig. Ich bin nur müde. Ich habe heute nur einen einzigen Kaffee getrunken. Double time. Haben wir gedacht, wäre voll die gute Idee, mich mal ein bisschen von Kaffee zu entwöhnen. Enemy contact. Wie viele Folgen RimWorld hast du eigentlich schon für YouTube, die noch nicht released sind? Viele. Sorry, das ist die Antwort. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, für März haben wir bis zum 21. schon die Folgen aufgenommen. Obwohl es immer eine Stunde Folge, also fast immer eine Stunde Folge ist. Ja, deshalb sind ein paar andere Projekte ein bisschen zurückgestellt worden, weil ich dann so viel RimWorld gesuchtet habe. Englisch-Rechtschreibung beste bei mir. Du hättest auch sagen können, veröffentlichen, anstatt zu versuchen, es in Englisch zu sagen. Ah, ich bin durch ein Virus infiziert worden. Das muss Jordels Bruder sein. Das war Jordels Bruder. Du siehst nur einen. Dann darfst du dich auch bewegen. Taking aim. So, du hast einen Wurfarm. Und ich fasse es nicht, dass du da verfehlt hast. Warum gehe ich so weit vor? Weil ich eine Granate werfen will. Die bestimmt nicht genug Reichweite hat für beide, doch. Also ich hoffe, dass es... Nein, jetzt habe ich es zu weit rechts gemacht. Oh, es hat doch gereicht. Um seinen Arm zu zerstören. Repositioning. Aber du hast auch einen Granatenarm, oder? Ja. Tja. Pushing on. Dann lass uns das Stück nach vorne gehen. Executing. Dann bekommst du auch eine Granate. Was leider nicht gereicht hat, deinen Arm zu zerstören. Ja, du kriegst hier ein Virus verabreicht. Zwischendurch. Identifying target. Glück gehabt. Das ist wie eine Blutung, nur dass du kein defektes Körperteil hast.
threat eliminated. Overwatching. Wenn du dich bewegst, dann sehe ich das und schieß dir mit der Laserpistole ins Gesicht. Moment. Ich bin in Panik? Weshalb? Ach, weil die Zivilisten getötet haben. Ach, das hasse ich ja so. Hier schießen Zivilisten und ich verliere meine Willenskraft. Für Unbekannte. Sehr schön. Und weg. Ja! Voll ins Gesäß. Der ist ja unterwegs wie ein Schwarzer auf dem Kuckucksklan-Event. Das war die Monetarisierung wert. Die Demonetarisierung. Identifying target. Hostile down. I'm on my way. Ach so, da ist gar keine Tür. Ich dachte gerade so, gute Idee. Anstatt durch die Tür zu gehen. Den Kuschel. Papa muss noch ein paar Aliens töten, bevor wir rausgehen. Ja, bist du wieder am Knurren. Lohnt sich der DLC? Was ist das denn für eine Frage? Ich habe noch nicht alles freigeschaltet aus dem DLC. Wahrscheinlich wird sich der Season Pass insgesamt lohnen. Ach, da werden zig Gegner sein. Aber es dürfen auch nicht mehr so lange Leute sterben. Ist bei dem einen DLC mehr Inhalt? Ich weiß es nicht, weil ich gerade noch die Kybernetik erforsche. Auf jeden Fall war die Intro-Sequenz für die Kybernetik schon ganz cool vorhin. Das wird man während der Kampagne erst sehen können. Overwatching. Target detected. Tja.
pushing on. Ein Zivilist wird wohl sterben. Ready to fire. Außer der gerät da oben jetzt auch in Panik, aber ich glaube, der hat zu viel Willenskraft. 20. Aber hier links ist irgendwas in Panik geraten. Möchte ich den Zivilisten heilen? Ich glaube, das ist mir das Medpack nicht wert. Du bist ja lustig. Rauslaufen. Guck mal, wo die Escape-Zone ist, da kriege ich den gar nicht hin. Wäre Lust gewesen, wenn er gar kein Healthpack dabei hätte. Aber bin ich nicht ein freundlicher Lebensretter? Bin gerade ein bisschen von mir selbst überrascht. Holding position. Taking aim. Kill confirmed. Gibt noch zwei Gegner, den da oben in der Ecke und den rechts. Den da. Ah, sehr schön. Man muss nur noch durchlaufen und übernimmt die Kontrolle. Obwohl ich nicht sicher bin, wie es nochmal gibt. Nein, doch nicht du! Dachte, ich hätte die angeklickt. Ich glaube, vorher war es so, du bist hingegangen und hast gesagt, Zivilist evakuieren. War das vielleicht so? Sind das bei jedem Einzelnen? Oder kommen wir überhaupt keine Kontrolle von denen übernehmen? Ich bin mir nicht 100% sicher, wie es vorher war. Aber so war es definitiv nicht. Dass du durchläufst und die übernimmst die Kontrolle und dann kannst du die steuern und die rausbringen. Und plupp, guck in als Video rein und genauso ist es auch gewesen dann. Warum hast du eigentlich immer noch keine Willenskraft? Vor allem, jetzt stirbt mir mein Soldat weg. Warum kannst du dich immer noch nicht bewegen? Das ist die Frage. Weil ich den Zivilisten geheilt habe. Das war echt schon immer so, okay. Da habe ich mich nur nie drum gekümmert, die Zivilisten zu retten. Du musstest damals bei denen kurz stehen bleiben, ne? Also durchlaufen hat nicht ausgereicht. Moving. Guter Soldat. Fein gemacht. Here goes.
Nein, der Schwierigkeitsgrad ist nicht geringer als beim letzten Mal. Ich bin einfach nur besser als beim letzten Mal. Weil ich ein bisschen was vom Spiel weiß, noch vom ersten Durchlauf. Skandal, ich weiß. Ah, du verdammter Idiot, ey. Na okay. Er ist wenigstens verblutet. Mops, es ist jemand verblutet. Geh schnell hin. Du bist doch auch so ein Lawinenhund. Jedenfalls versucht er mich immer auszubuddeln aus dem Bett. Nur weil ich mich mal an die erste Runde noch erinnern kann, heißt das nicht, dass ich ein Hexer bin. Töte den. Drehen, immer drehen. Ja. Alle Phoenix-Soldaten haben 5 Ausdauer verloren, weil sie komische Träume haben. Scan complete. Gehen wir das Nest zerstören. Bevor es wächst. Auch so ein Fehler von meiner ersten Partie. Ach Hund. Vor allem, dass du auf meinem Schoß liegen willst und dann hier, der fällt gleich durch meine Beine durch. Du brauchst lieber ein fettes Härchen. Ich hoffe, die haben die Probleme mit der Sicht in den Nestern korrigiert. Also, dass manche Bereiche einfach so heftig im Schatten lagen. Und das ist total super, weil wir direkt an dem komischen Ding dran sind. Was wir zerstören müssen. Repositioning. So kann das ruhig jedes Mal sein, aber ich glaube, das will ich nur beim allerersten Mal. I'm on my way. Hostile spotted. Ah, sie haben das wirklich verbessert. Also mit diesem Schattensicht. Und da ist noch ein zweiter, alles klar. Ready to fire. Ich bin mir auch sicher, die haben die Panzerung ein bisschen angepasst.
Akil. Also diese Grundpanzerung von manchen Gegnern. Hier. Also nicht in Richtung viel leichter oder so, aber halt einfach, es fühlt sich alles ein bisschen balancierter an. Kann einfach daran liegen, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung habe. I'm on my way. Und ist weggegangen und man hört nichts mehr von ihm. Das kann nichts Gutes heißen. Was hast du spezifisch anders gemacht diesmal? Ordentlich gekämpft? Nein, in Wahrheit haben wir vorher noch fett einen durchgezogen, damit ich ein bisschen geschilter bin beim Weltuntergang und mich besser auf meine Taktik konzentrieren kann. Bro. Da bist du, Hund. Ready to engage. Was? Willst du mir sagen, dass ich nicht hip genug bin, um mir einen durchzuziehen, oder was? Sind Drogen nicht inzwischen out? Achtung, verbündete Einheit. Drogen sind schlecht, okay? Das ist übrigens gerade richtig schlecht, dass der sich aktiviert hat. Ich glaube auch, dass die Standardwaffe damals keinen Rüstungszerfetzen hatte. Damals war es so, dass nur der Heavy Rüstung zerfetzen konnte. I'm here. Moving to coordinates. Kommt auf die Droge an. Das übliche LSD, Amphetamine. Moment, selbe Gattung. Ein schimmeliges Brot. Dann schnüffel ich ein bisschen Klebstoff. Draußen im Schulhof. Denn wir sind in Duisburg. In Duisburg gibt es keine Drogen. Deshalb müssen wir improvisieren. Und trinken deshalb Kölsch. Mit einem Glas Wasser dazu. Synhedrion probably seems strange to you, trying to build a better world, a world radically different from the one most of us grew up in. Well, I'm sure it sounds very utopian. But why do we so easily accept the world getting worse and can never imagine it getting better? Die Welt kann definitiv besser werden. I'm glad our values are aligned, at least in... Entschuldigung, ich hätte Sie natürlich gerne ausreden lassen. Aber dafür gingen sie mir zu sehr auf die Nerven. So, Pandora-Kolonie. Tja,
dann schaffe ich das gar nicht, jetzt heute im Morgenstream die Kybernetik komplett zu erforschen auch. Beziehungsweise erstmal zu erforschen, dann musst du wahrscheinlich eine Produktionsstätte dafür bauen, damit du Kybernetik anwenden kannst. Dann kriegst du neue Optionen, Soldaten kybernetisch zu verbessern. Sehr schöne Fähigkeit für den Soldaten. Die haben es ein bisschen verändert, wie viel Soldaten-FP du bekommst pro Mission. Und zwischen den Missionen kriegen die halt auch ein paar bisschen immer dazu. Pass mal auf, gleich habe ich eh zu wenig Strom. Würde ich jetzt schon tippen. Um die Kybernetik zu bauen. Die Kybernetikforschung steht da rechts mit 1 Tag und 4 Stunden. Und Soldaten haben einen Themenpark gefunden. Wir teilen Informationen mit Neu-Jericho, weil unsere Haltung zu denen gar nicht mehr so gut ist. Verlassener Supermarkt, 70 Nahrung. Neu-Jericho, Zuflucht namens Fort Artemis angekommen. Vor kurzem scheint es hier zu kämpfen gekommen zu sein. Ich gebe euch gern 50 Nahrung, weil ich ein echt netter Typ bin. Phoenix Project. Heard a lot about you people. Most of it weird. Science nerds with guns, huh? No, I've heard worse ideas. Anyway, here's the inside scoop on New Jericho. Tobias West? Probably a genius. Might be a bit crazy, but he has a plan. And a real plan is a heck of a lot better than all that touchy-feely crap at Sanhedrin or whatever the hell those squid-worshipping disciples are up to. So stick with us, and maybe we'll die or maybe we'll win. But either way, it'll be fun. Siehste, bei Neu-Jericho sind alle die sympathischen Leute. Aber warum bekomme ich überall nur normale Soldaten? Also ich werde den mal rekrutieren, dann mache ich halt klassenübergreifend, wird er halt mit Scharfschütze. Ach Dicker, was ist denn los? Er kommt sofort zu dir. Ich glaube, ich war wieder ein bisschen zu verschwenderisch mit den Granaten. Hier auch, normaler Soldat. Merkwürdig. So, deutlich Verbesserungen seit den ersten Versuchen Neu-Jerichos. Werden Versuchspersonen nicht länger versehrt oder kommen gar ums Leben. Dank Fortschritte bei Neuroline
Co-Prozessoren und Leichtmetalllegierungen konnte ein neuer Satz an Bioimplantaten entwickelt werden. Diese neuen Implantaten ermöglichen es, hohen Schadensmengen standzuhalten, sicher aus großer Höhe zu landen und bei Bedarf sogar durch Wände zu laufen. Klarkopf, Neuerikung-Erweiterung, Kopf-Kontrollwiderstand. Armadillo-Beine. Bionische Erweiterung, Immunität gegen Bluten, Resistenz gegen Viren, Gift und Lähmung, anfällig für Säure. Immun gegen Schleim. Das ist richtig gut, ey. Das mussten wir... Wie war es letztes Mal? Da mussten wir eine Erweiterung für erst holen, ne? Kein Schaden bei Landung aus beliebiger Höhe. Erweitert ein Schild in eine bestimmte Richtung. Bionische Erweiterung, Immunität gegen Bluten, Abrissbirne, bricht durch Wände und massive Strukturen. Repariere 40 Trefferpunkte mit einem Reparaturkit. Er behauptet im Besitz einer Aufzeichnung einer geheimen Kommunikation zwischen Versuchsperson 24 und den Anführern der Malthusianischen Fraktion zu sein und des Willens, sie uns zu verkaufen. Okay. Kaufen wir. Vom Flüstern geleitet. Smart move, Mikhail. Your betrayal of Sanadrian will bring benefits to both of us. The Malthusian faction never belonging with those deluded idealists anyway. Like the Phoenix Project, they cannot understand the true horrors. The horrors of the world because they've never seen it. The misguided dreams they surround themselves with are dangerous, leading humanity to a dead end. For the sake of the future, they must be exterminated. Exterminated! Again and again and again. You, though, have shown us that you have what it takes to begin anew. It's almost impressive how well Sanadrian scientists have adapted New Jericho's technology. In a few months, they've achieved more than West could in decades. And still those that lead them suffer the same fallacy as he did. As he did, they are not prepared for total conversion, abandoning flesh to embrace the machine. You have 24 hours to remove your conspirators from the research area. When we attack, all will be gunned down. Gunned down! After that, the second renaissance will begin. Beginning and end. Alpha and Omega. You'll have your chance to break from Sanadrian, and Tobias West and the other cowards will be purged away. Just don't try to cross us, Mikhail. If this turns out to be a trap, we'll still get the technology. And the Malthusians will be added to the extinction list. Er scheint ziemlich verstört zu sein. Und hüpft da einfach hoch. Du bist doch in der Lage, auf die Couch zu hüpfen. Liegt er da und macht die Schnauze so oben auf die Couch drauf, dass er hoch will. Der hat halt viele wissenschaftliche Experimente mit sich durch... Also an sich durchführen lassen. Fahrzeuge. Wahrscheinlich muss ich jetzt ein Labor bauen dafür. Da. Ermöglicht der Soldat mit bionischen Körperteilen erweitert zu werden und produziert Forschung. Und ich habe einen Strom zu wenig. Einen Strom zu wenig eigentlich. Da war so direkt ein Stromgenerator mitbauen. Fauler Hund. Ja, ist er auch. Aber ich muss für die Purge, muss ich gegen jeden ziehen. Der Preis für Kybernetik ist hoch. Research complete. The disciples of Anu were a mystery. Where others saw devastation, they saw hope. Where others saw the end of the world, they saw a new beginning. Their leader called herself the Exalted. And she claimed to believe in humanity. She preached that the human soul was perfect, that the root of our problems was our insufficient evolution. The Pandora virus was a threat, but it was also an opportunity to change ourselves, to become better humans, to mutate
We knew that humanity needed to adapt. There was no other way to survive. The disciples offered a solution, but what was their end game? There was something beyond their hierarchies and their rituals. The Exalted had a secret. Ah. Ich habe die Ahnung falsch eingeschätzt. Die wollten eigentlich nur Tentakel haben für Japan-Sex. Sind also eigentlich gar nicht mal so schlechte Leute. Fort der Gerechtigkeit gelandet. Ich bin fachlich an diesen Dingern interessiert. Ein neuer Rekrut ist dem Phoenix-Projekt beigetreten. Eden Talisman Hazard. Der ist in der Basis, weil kein Platz. Aber du interessierst dich ja für die Technik von Phoenix Point, dann werden wir dich als erstes augmentieren. Moment, augmentieren? Ist das richtig? Kybernetisch verbessern. Sehr schön. Wenn wir jemanden haben, der nicht auf das Schiff passt, wird der automatisch in die Basis verlagert. Ich glaube, früher musstest du das Schiff wirklich leer machen, damit du den abholen kannst vor Ort. Es ist ein Sniper, oh Wunder, deshalb muss ich ihn auch wirklich mitnehmen. Das war vorher auch schon so? Verdammt, und ich habe immer mein Schiff leer gemacht, damit ich einen mitnehmen kann fürs Transportieren. Schöne Ausrufezeichen. Ich habe übrigens bei dem Spiel eher ein Problem, immer in der Cloud zu speichern. Ständig sagt er mir, das wäre nicht Cloud-Speicher wäre älter als lokal oder lokal ist plötzlich neuer als Cloud-Speicher und so weiter und so fort. Habe ich Cloud-Speicherung hier ausgemacht. Also wenn mein Rechner kaputt geht, ist auch dieses LP verloren.